Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hof Bergmann am Bergmann Freitag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, die Soundgeschichte müsste jetzt großteils erledigt sein. Gerne nochmal Feedback in den Kommentarbereich reinschreiben, wenn ihr denn möchtet. Ich werde mir das gerne anhören. Ich habe mir die Meinung des Livestream-Chats geholt. Am Donnerstag haben wir ein bisschen gestreamt. Wir sind natürlich jetzt nicht live in der Aufnahme, das ist natürlich Quatsch. Und deswegen, ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hänge fest. Nee, da ist auf alle Fälle noch was gemacht worden. Bisschen am Regler geschoben worden. Feedback gerne im Kommentarbereich niederschreiben. Super. Was mache ich mit dem Röhrchen hier? Ich fahre rüber zu unserer Abpunktstation. Alter, das ist langsam. Und werde da anfangen, die Big Macs zu produzieren. Weil wir können ja nur verkaufen mit Big Macs. Das stand auch in den Kommentaren so drin. Danke nochmal dafür. Moment, ich muss nochmal... Ich habe gehört, rückwärts geht immer ein bisschen schneller, ne? Ich weiß nicht, ob das bei dem Förderding jetzt auch so ist. Es geht ganz genau gar nicht rückwärts. Es piept jetzt sogar noch. Oh Mann, ey. Kann ich jetzt über VCA schneller machen? Das ist jetzt die Frage, ne? Oder habe ich noch ein anderes Förderband? Nee, aber das andere Förderband ist ja schwierig, ne? Genau. Bezüglich der Abstimmung der Map. Nochmal ganz kurz, ich habe euch ja gesagt, welche Version wollt ihr sehen. Und da wurde so ein bisschen mehr als die Hälfte hat gesagt, die soll auf der Version vom Mod Micha bleiben. Das heißt, wir werden auf der, ich sage mal ganz vorsichtig, gemoddeten Version bleiben. Aber ich habe noch eine kleine Information für euch, die ich jetzt auch erst vor kurzem erfahren habe. Da der Mod Micha die Änderungen auf der Map vorgenommen hat, wird es weiterhin möglich sein, für euch Safe Games bereitzustellen. Das heißt, da die Änderungen nur mapseitig sind, wird das Savegame nicht beeinflussen. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr weiterhin das Savegame, was ich hier habe und mache, runterladen und habt keine Änderungen. So ist zumindest der Plan. Ob das dann so funktioniert, müssen wir uns anschauen. Aber der Plan ist auf alle Fälle mal so. Und da auch nochmal wirklich herzlichen Dank an den lieben Modmicher für die Umbauten und für die Mühen und auch für das Hinweisen, dass das Savegame dann keinen Schaden davon nimmt, beziehungsweise dass man das Savegame einfach so verwenden kann, ohne Probleme. So, jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich eigentlich gehofft habe, dass ich schon da bin, aber ich bin noch nicht da. Schade, ja, schade, aber es ist leider so. Was haben wir heute noch am Zettel? Der Kollege Johnny ist am Pflügen natürlich, der ist mittlerweile schon ziemlich weit. Ich habe ihn mal repariert, also das Gerät und den Traktor, weil das war schon ziemlich, naja, irgendwie nur mal mit 9 km/h rumgefahren, anstatt mit 12 und das ist halt schon ein Drittel oder ein Viertel Einbuße und das muss einfach nicht sein. Und deswegen habe ich das repariert, geändert und läuft wieder. Was haben wir noch auf dem Zettel? Nee, das ist nichts, das ist auch nicht. Genau, Brot haben wir letztes Mal schon gesehen. Gestern kam leider kein Video, es ging sich leider zeitlich nicht aus. Ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen in Vorproduktion. Wir haben gestern unter Griesbach aufgenommen und dann haben wir noch ein bisschen getalkt mit Lami und mit Dennis. Und ja, ich kann euch sagen, es kommen wieder einige schöne Sachen von der Lami-Schmiede, wenn man das so nennen kann, darf, soll. Da kommt auf alle Fälle einiges. Und was ich gehört habe, auch zum Download, also seid ihr mal gespannt, da wird, es wird cool, es wird schön und ich freue mich drauf. Und ja, was war noch? Nee, sonst war eigentlich im größtenteils nichts. Wieso? Achso, ich habe gedacht, ich höre Wasser, aber ich höre den Fan da hinten. Wir werden das jetzt so machen, ich werde da ranfahren. Achso, das ist aber auch doof, ne? Warte mal, wie fahre ich denn das Ding hier komplett? Ah nee, das war falsch. Ich möchte das komplett ausfahren. Weil ich dann eventuell nicht wegfahren muss, wenn ein Big Mac voll ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil so muss ich jetzt reinfüllen. Ich fahre mit dem Big Mac raus und es kommt der nächste Big Mac raus. Mal gucken, ob das so klappt. Wir bräuchten wahrscheinlich jetzt auch einen Plattformwagen. Da hinten steht einer, mit dem wir dann die Big Macs wegbringen. Okay, gut. Bringen wir alles hin heute. Bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Es ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Aufwand. Aber dafür haben wir auch den guten Preis mit 1800, keine Ahnung, irgendwas. Und da bin ich doch sehr motiviert, muss ich gestehen, dass wir da das zu einem guten Ende bringen. So, müsste passen. So, dann werden wir da mal ein Stück zurückfahren. Warte mal, jetzt muss ich zweimal umdenken. Jetzt muss ich so fahren und dann muss ich nochmal vorfahren und wieder zurück. Oh nee, du. Das wird schwieriges Unterfangen heute, aber wir schaffen das. 21.000 Liter, ne? Das Gute, was wir jetzt natürlich haben, wir können mehr mitnehmen, weil wir haben noch ein bisschen was in der Trocknung drin. Also von dem her müsste das laufen.
So. Okay, das sieht soweit gar nicht so schlecht aus. Achso, dann musst du wieder ankuppeln, ne? So war das doch irgendwie gewesen. So, dann mache ich jetzt mal U. Nee, machst du nicht, Werner. So. Jetzt löbt der Lachs. Achso, warte, wir müssen das richtig machen. So. Und jetzt müsste da eigentlich ein Big Bag rauskommen. Laut Adam Riese. Muss ich den auch nochmal einschalten? Einschalten. Ich meine, das wäre so einfach gewesen, ne? Machen wir den nochmal weg. So. Dann mache ich den nochmal, das Rohr nochmal zurück. Dann könnte eventuell der Big Bag spawnen. Ach komm schon, Big Bag. Machen wir jetzt nicht fertig. Ist da was reingegangen überhaupt? Rate mal, wer das Ding nicht angeschalten hatte. Ich kenne das noch von der Big Bag Challenge. Da war das nämlich ähnlich. So. Passt. Kann ich nicht einfach nur auskippen? Müsste doch auch klappen, oder? Ja, super. Ach, bin ich froh, dass ich da alleine drauf gekommen bin. Naja, so. Gut. Das läuft. Das sieht doch aus wie gewollt, also bitte. Das sieht doch aus wie gewollt. So, warum kommt da jetzt nichts raus? Was ist dein Problem? Alter, geht aber viel rein. Oh mein Gott. Hat das alles hier Platz? Moment. Warte, 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 warte. Die Frage ist, warum da jetzt kein Big Bag spawnt. Normalerweise müsste er spawnen, meines Erachtens. 8000 Liter sind drin. Einschalten, ausschalten. Nix. Das hatte ich letztes Mal auch und ich weiß nicht, woran es lag. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wie ich es behoben hatte. Warte mal, wo ist denn der? Nee. Der fährt hier noch, das ist okay. Bist du derjenige welche? Ich fahre jetzt mal ein bisschen vor. Ich fahre das Förderband mal ein bisschen weg, ne? Vielleicht bringt das was. Naja, also. Ah, jetzt. Okay, gut. Ja, es gibt Sachen, die die kennt man einfach, ne? Die weiß man einfach. So. Und zwar, wir müssen jetzt, wo ist denn dieser Big Dingens-Anheber hier? Da ist er. Da brauche ich, glaube ich, den ich im Kuhstall stehen habe. So ist es nämlich. Tatsächlich habe ich ja vorgespult. Und es ging, es war kein, also es ist kein Kälbchen da, ne? Und bitte, bitte schreibt es nicht wieder in die Kommentare. Na, Werner, du musst die mit dem X musst du neu besamen lassen. Bitte nicht. Bitte schreibt es einfach nicht in die Kommentare. Bitte, bitte nicht. Das wäre super. Ah, so, okay. Wir brauchen jetzt mal den Aufsatz. Dann werden wir mal so einen Plattformwagen holen, ranholen. Und dann werden wir mal Big Bag für Big Bag verladen, würde ich sagen. So. Und zwar, wir laden das jetzt mal hier ab. So. Dann der hier. Dann können wir den ausklappen. Ja, genau. So, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Wir vergessen jetzt so ein Big Bag rein. 2000 Liter waren das? Oder mehr? Oder waren das 3000 Liter? So, warte. Machen wir ganz vorsichtig hier. 2000 Liter, okay. Okay, okay, okay. So, dann machen wir das so. Wisst ihr, was ich sagen muss? Ich mag das, ne? Wenn so ein paar Sachen rumstehen, wenn du ein bisschen aufbauen musst, alles. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. So. Dann Plattformwagen. Den nehmen wir jetzt gleich. So, wer heute das erste Mal dabei ist am Bergmann Freitag, muss die Maschine nochmal abkuppeln. Heute kommen 3 Folgen. Jetzt hier die Folge um 5 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags und um 16 Uhr nachmittags. Also wer da
später gerne nochmal reinschauen will, kann das gerne machen. Gerne natürlich auch ein Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Lohnt sich immer, habe ich gehört. Lohnt sich immer. So. Passt. Dann. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? So. Ungefähr so müsste es doch einigermaßen passen, ne? So. Ich höre hier ganz viele Motoren rumheulen, aber irgendwie... So. Dann machen wir das hier mal so rein. Oder rauf, besser gesagt. Ich habe gesehen, beim Abladeort ist auch ein, beim Abladeort ist auch noch so ein Teil zum Abladen. Da haben wir auf alle Fälle gar kein Problem. So, warte mal. Oh ja. Perfekt. Ich glaube, wir sollten da eine andere Plattform für nehmen. Die ist nicht perfekt, aber gut. Wir werden es schaffen, meine Damen und Herren. Wir werden es schaffen. So. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Warte mal, ich lasse den mal hier stehen. Ist da jetzt noch was drin? Jo, du kannst auch den nächsten... Ah, gut. Gut. Wir könnten auch sonst den Anhänger da nehmen und da auch noch was reinpacken. Das würde wohl auch funktionieren. Oder kippe ich dann aus? Ah, das sind wieder so Fragen, ne? Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir sagen könnte, wenn ich da ein Big Bag drüber halte, aber über den Anhänger, würde dann der Big Bag leer werden und in den Anhänger reingehen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, du. Ja, ich glaube, der kippt aus. Ja, ja, gut. Na, ich glaube, ich lasse das besser. So, dann fahren wir mal ein bisschen vor. Ja, es wird immer besser, ne? Mit jedem Big Bag wird es ein bisschen besser. So. Aber ich glaube, es allzu viele bringe ich da nicht drauf, ne? Warte mal, wir haben 21.000 Liter. Das müssten ja mit 10.000, mit 2.000 Liter Big Bags sind das ja über 10 Big Bags. Oh, da muss ich ja ewig lang fahren. Ah. Aber vielleicht haben wir noch einen. Mal gucken. Ich glaube, vielleicht finde ich. Ich glaube, wir haben so viel Zeug rumstehen am Hof. Ich glaube, dafür lässt sich noch was finden. Weil ich glaube, zwei breit, das haben wir schon getestet. Ne? Das ist nicht so geil. Aber warte mal, so ein bisschen... So ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, dass da 6 Stück locker drauf passen auf den Anhänger. Puh. So. Okay, einer geht noch raus, habe ich gehört. Ja, da weiß ich schon, warum ich mehr Geld bekomme, weil das einfach viel mehr Arbeit ist, ne? So, lass uns mal kurz gucken, was haben wir denn noch für Anhänger rumstehen? Was die da vielleicht funktionieren könnten. Gut, die Brücke würde noch gehen, aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht versuchen. Oh, was ist denn mit dem hier? Da müsste doch auch einiges gehen, ne? Oder? Wie sehe ich das? Ich denke, mit dem Glasballenwagen hinten aufmachen und dann reinfahren. Das müsste doch eigentlich ein Plan sein. Natürlich weiß ich, dass das Wasserfass kann ich auch noch umbauen, aber da ist natürlich noch Wasser drin und das möchte ich natürlich... Na, weiß ich nicht. Eher nicht. Aber den Wagen, ne, da sehe ich mich schon. Den Wagen umbauen und rein damit? Glaube ich, könnte schon klappen. Oh. So. Haben wir da hinten eine Anhängerkupplung? Ja. Guck mal, dann ich fahre jetzt mal mit dem Förderband ran. Dann kann das nämlich weiter auffüllen, während wir hier den Wagen holen. Und dann können wir nämlich mit dem Plattformwagen und mit dem Ballenwagen, nenne ich es mal ganz vorsichtig, können wir dann weitermachen. So. Nö. Oh, oder war da nichts mehr drin? Eins von beiden, ne? Jetzt geht die Luzi ab. So. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal einfach die Gabel einklappen, weil da verdrehe ich die Big Bags auch nie so. Ich glaube, ich wäre gar nicht so schlecht. So. Das läuft. Während wir hier... Oh, warte. Während wir hier, So. Ja, war eine gute Idee, ja.
Dann holen wir mal den Wagen. Ich glaube, ich mache da schon mal ein paar Spanngurte rum. Dann holen wir mal den Wagen und chillen den dahinter hin und dann läuft das auch. So, okay, gut. Das läuft. Perfekt. Gut, meine Damen und Herren, wir sehen uns, wenn ihr wollt, heute Mittag nochmal zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Am Bergmann Freitag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Es ist einiges zu tun, aber ich habe Bock. Und ja, wir sehen uns später wieder, wenn ihr möchtet. 12 Uhr, nächste Folge. Bis dahin, lasst gerne ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Und bis später. Ciao, ciao.